Das war nämlich, glaube ich, auch was, wo wir mehrere Versuche brauchten. Geht das überhaupt? Kann ich da auf die andere Seite? Nee. Ah. Das geht ja gar nicht. Ich glaube nicht, dass ich das Ding ziehen kann. Ah. Ich glaube, man kam von der anderen Seite. Also, dass man irgendwann unten ist und den Lift nach unten gerufen hat und unten dann die Kiste rausgeschoben hat und dann dadurch den Weg freigemacht hat, um in Zukunft mit dem Lift hier hochzukommen. So könnte das gewesen sein. Aber jetzt kann ich hier wohl doch noch nichts machen. Hier drüben noch irgendwas, wo er sich nochmal umgucken könnte? Das war, glaube ich, nur dieser Uhrenraum, wo der Zeiger fehlte. Und da war, glaube ich, sonst nichts. Die Viecher habe ich abgeknallt und sonst lag da nichts rum. Na gut, dann gehen wir mal speichern und haben Spaß mit diesem großen Raum. Bin mir nur noch nicht sicher, wie. Ich will eine verrückte Sache mal probieren, die wahrscheinlich in meinem Tod endet. Dann können wir ja direkt nochmal wieder laden. So, wo sind die Farbbänder? Die hatte ich hier hingelegt. Kann ich jetzt Exchange machen, weil ich auf Team gestellt habe? Nein. Komm her. I'll check it out. Roger. Nein, 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 komm her. Come on. Roger. Hier. Das kann ich ja eh nicht mit anfangen. Das kannst du haben. Aber Rebecca braucht aber auch noch wieder mehr Platz im Inventar für gleich. Die muss ja gleich was aufheben. Ich glaube, das kann sie erstmal hier lassen. Nicht Exchange. Ansonsten. Okay. Speichern. Billy. Oh, das wird so eine beschissene Bewertung werden. Aber ist mir voll egal. So, wo habe ich das Messer hingetan? Ach, die hatte ich beide in die andere Halle gelegt. Ich weiß gar nicht, ob es wert ist, das zu probieren. Aber man soll angeblich theoretisch mit dem Messer das auch schaffen können, was gleich kommt. Ich halte es nur für ziemlich unmöglich. Aber ich habe ja gespeichert. Insofern, Moment. Wahrscheinlich eh gleich sterben, aber naja. Mal gucken. Weißt du noch, was jetzt kommt, Simon? Ich meine, vorhin meintest du, Irin, dass ich nicht mehr in diesen Raum, aber vielleicht kommt es jetzt so langsam zurück. Yeah.
Ich glaube, sie musste hier runter, weil nur er das Ding da bedienen konnte. Welches war es denn? Das? The machine for winding the chain. Start the machine. Yes. So, er hält das jetzt. Und es gibt einen Schlüssel. Und jetzt geht der Spaß los. Rebecca! Billy! Bin jetzt mal gespannt. Angeblich soll man das mit dem Messer schaffen können. Aber, oh, wie toll das klappt. Ich glaube halt mal, dass er die ganze Zeit Rebecca verletzt. Ich bin mir nicht sicher. Das würde mich mal interessieren. Ich vermute halt, oh, oh. Dass es nicht lange dauert und, aua, und sie ist tot. Oder ich. Ja, der macht ja... Es hätte auch sein können. Kann ja auch sein, dass einfach nur Geräusche kommen und wirklich passiert ihr gar nichts. Aber mir passiert gerade vor allem was. Ey, der muss ja nur an einem vorbeilaufen, dann macht er Schaden. Also für Science mache ich das jetzt nochmal fertig. Dass ich tot bin. Und hier stehe ich eigentlich ganz gut. Mir geht's noch nicht mehr so gut. Wie viel braucht denn der überhaupt? Bin ich mir auch nicht so sicher. Okay, er nimmt sie einfach direkt wieder. Messertime! Mir geht's super. Don't mind me. Das ist fies, dass er einen sogar beim Laufen trifft. Ist gut nicht, dass ich es überlebe, aber... So für Science. Trifft das ja überhaupt nicht. Wie soll das denn gehen, ey? Impossible. Ja, okay. Also der Messer-Approach. Ja. Ich weiß nicht, was da für Obergötter diese Tipps geben. Ich meine, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich sterbe. Weil ich habe das selber schon für relativ unwahrscheinlich gehalten, dass das gut funktioniert. Aber man muss es ja mal probieren. Ich finde es halt nur auch nicht geil, da jetzt mit den ganzen Shotgun-Munition drauf zu schießen. Dann haben wir ja gar nichts mehr. Wir haben ja schon keine Pistolen-Munition mehr und die haben wir dann auch nicht mehr. Den Grenade Launcher hätten wir halt noch, aber würde ich mir eigentlich gerne noch aufsparen.
Ich könnte auch noch verstehen, dass es mit dem Messer irgendwie gut funktioniert, wenn das Viech einen nicht im Vorbeilaufen die ganze Zeit treffen würde. Um mit dem Messer auf den drauf zu hauen, muss ich ja nah genug an den rangehen. Aber wenn ich so nah an dem dran stehe, dann treffen mich sämtliche von seinen Beinen und machen mir Schaden. Wie soll das denn dann schon wieder gehen? I'll go. Ja. Du bleibst gefälligst da. Nicht die, die. Gucken, wie das jetzt läuft. Genau, wie wär's, wenn du auch... Okay, das hat immerhin getroffen. Ah, Billy! Ja, aber sie ist aber wirklich nicht. Es scheint wirklich nicht so zu sein, dass sie irgendwann stirbt. Also, das ist ja gerade, als ich es mit dem Messer gemacht habe, hat es ganz schön gedauert. Bis ich selber mal gestorben bin und ihr ist die ganze Zeit kein Game Over passiert. Oh toll, der ging daneben. Ich glaube, wir haben gar nicht genug Patronen dabei. Wie? How? Also, das wird auch nichts. Resident Evil. Müssen wir wieder ganz von vorne anfangen, mehr Patronen sammeln? Getroffen hat er ja diesmal, ne? Aber die 14 Patronen waren offenbar längst nicht genug. Aber so viel Pistolenmunition ist ja jetzt auch nicht mehr. Bleibt ja nur noch der Grenade Launcher. Vor allem aber auch nicht, wie man groß sehr viel mehr Shotgun-Munition zu diesem Zeitpunkt hätte haben sollen. Gut, ich habe im Zug mal auf ein paar Zombies geschossen mit der Shotgun, aber wenn ich es nicht gemacht hätte, wären mir wahrscheinlich die Pistolenpatronen volle Kanne ausgegangen. I'll check it out. Roger. Billy! Nom nom nom, lecker! Okay, jetzt läuft er einfach weg. Ein Paket. Vielleicht jetzt zu ihr hin? Nee. Wie jetzt? Wieso hat das jetzt geklappt? Rebecca! Are you alright?
Yes, thank you. Ja, dann würde ich jetzt nochmal schnell speichern gehen. Weil das lief vorhin ja nicht so gut. Vor allem, dass ich jetzt noch 2 Schuss übrig habe. Vorhin habe ich, meine ich, auch mit allen Schüssen getroffen. Bis auf einen. Einer ging daneben. Kam vielleicht auch noch drauf an, wo man hinschießt. So, was war denn hier für ein Schlüssel? Der könnte für diese Feuertüren sein. It's inscribed with a fire design. Jawohl. Ich bin vor allem sehr froh, dass wir den, Okay. Nein. Ihr solltet schon zusammengehen. Ich bin vor allem froh, dass wir jetzt den Granatenwerfer doch nicht benutzt haben. Und heilen musste ich mich auch nicht. Den legen wir erstmal hier hin. Da haben wir wirklich nicht mehr viele Patronen. So ein bisschen die andere Sorge. Du bleibst erstmal wieder hier. Und gibst mir den Schlüssel. Wollte ich jetzt die Farbbänder hingelegt? Oben? Wenn ich weiß, ja, am sinnvollsten immer zur Schreibmaschine zu legen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das getan habe. Hä? Hat die noch einer von uns im Inventar? Nee. Hä? Wo sind sie denn dann? Select category. Hä? I'm so confused. Ach so, weil. Okay, die Karte sagt auch, hier waren jetzt 2x Patronen. Lass uns die doch mal zusammen aufheben. Das ergibt ganze 25, wow. Immerhin. Nicht wirklich überlegt, was ich jetzt überhaupt waffentechnisch mache. Weil nur mit 2 Schuss weitergehen ist irgendwie auch nicht so der Hit. Aber nochmal Pistole und Messer probieren hat ja auch nicht so viel gebracht bisher. Am liebsten würde ich ja gar nicht schießen und an den Gegnern vorbeilaufen. Wo ist jetzt eigentlich seine Waffe gelandet? Ist das seine oder ist das Rebeccas? Oh, diese Knöpfe. Nee, ist nicht Rebeccas. Welche Tür nehme ich denn jetzt? Ich würde vielleicht mal mir die da angucken. Das war eine rote Tür. Wo war denn noch eine rote Tür?
War das eine rote Tür? Ich bin mir echt nicht mehr sicher, wo die andere rote Tür war. Hier war eine blaue. Das war der Raum mit den Gemälden und dem Granatwerfer. Da war eine blaue Tür. Hier war dieser Rundgang mit dem Tisch. Und da ging es in die Küche. Da war eventuell noch eine rote Tür. Ich überlege nochmal das Messer zu probieren. Gucken, ob ich überhaupt genug Patronen habe jetzt. Oh, hier war doch auch noch wieder ein Zombie. Neuer. Ja, genau der. Und schon sind wir wieder kauschen. Rückweg steht er vielleicht wieder so, dass ich da nicht, dass ich einfach dran vorbeilaufen kann. Aber ich glaube, ich muss den eh erledigen, weil wir da noch öfter vorbei müssen. Hallo? The books are arranged in no particular order. Some of them seem to have been removed from the shelf. Oh, irgendwie erinnere ich mich an den Raum. Hier musste man, glaube ich, irgendwas rumschieben. Da sind Patronen. Das begrüße ich doch sehr. Habe ich nicht gerade erst gespeichert? Ich habe gerade nochmal gespeichert, ne? Dann gehe ich jetzt nochmal dahin und baller den Zombie einfach mit der Shotgun direkt weg. Der Treffer da war gerade schon wieder kacke. Der kriegt jetzt eine Shotgun ins Gesicht. Dann ist er wenigstens weg. Oh, dieses beknackte Continue oder Restart. Was ist denn das für eine bescheuerte Option? Are the faint sounds of footsteps those of survivors? Maybe. So, jetzt gibt's noch Shotgun ins Gesicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Pistole nehme ich aber vielleicht trotzdem noch mit. Die Patronen kann ich auch mitnehmen, weil ich gleich eh noch welche aufsammle. Habe ich den Schlüssel? Ja, den habe ich. Gut. Gleich wieder da. Das Messer lasse ich weg. Immer noch kurz mit dem Gedanken gespielt, halt an dem Typen vorbeizurennen, aber da müssen wir bestimmt noch öfter lang. Da ist ja noch diese andere Tür mit der Kerze. Insofern ist es doch besser, wenn wir den Typen hier jetzt wegballern. Alter. Resident Evil Zero. Warum? Nächster Versuch. Rebecca, ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Platz schon wieder vor.
Ich würde am liebsten auch noch direkt zur anderen roten Tür laufen, damit wir den Schlüssel loswerden. Wäre eigentlich eine Idee. Erstmal gucken, ob ich den Typen hier diesmal vernünftig wegkriege. Komm. Also. So muss das. Hier mache ich auf. Mal eben wissen, ob die andere Tür in der Küche war und ob das die einzige weitere Feuertür ist. Dann haben wir nämlich wieder einen Slot mehr im Inventar. Hallo, Rebecca. Tschüss, Rebecca. Bis gleich, Rebecca. Okay, die Tür wäre direkt hier. Ich dachte, das wäre der Typ, der da hinten stand. Was ist denn hier jetzt auf einmal wieder los? Okay, immerhin brauchen wir den nicht mehr. Gehe ich jetzt halt erstmal hier rein. Oh, Fenster auf. Flaschen. Take the empty bottle. Oh, kann es sein, dass unser Feuerzeug leer ist? The lighter appears to be out of fuel. Deswegen hat es vorher nicht funktioniert. Ich bin jetzt nur auf den Gedanken gekommen, weil das hier aussieht wie Lighterfluid. Ja, fies. Was haben wir sonst noch? The refrigerator. The door is broken and refuses to open. Hier ging es, glaube ich, auch sonst noch wohin. Dann war das hier vielleicht schon alles. Okay. Dann können wir jetzt auch diese andere Tür benutzen. Ach ja, hier waren ja jetzt Typen. Ah, das ist natürlich richtig super. Soll man die ganze Patronen herkriegen? Wie haben wir das denn damals gemacht, Simon? Das kann doch nicht sein. Haben wir vielleicht auf Easy gespielt? Also ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass wir auf Hard gespielt haben. Wir haben ja auf Normal schon niemals genug Patronen. Auf Normal, ja. Wie sollen wir denn dann Hard geschafft haben? Ja, genau. So, hier war so ein Schalter. Flip it. Aha.
Hallo? Endlich. Neue Patronen. Oh, da leuchtet was. Da ist auch noch irgendwas. Assistant Director's Diary, September 2nd. A useless bunch of trainees as always. Where does headquarters find these idiots? We did get a couple of decent ones though, so can't complain, I guess. William and Albert, they might have a future. September 25th. Scholar Will, Practical AI. L. Will und Al. Ich dachte erst AI, hä, was, wie? Scholar Will, wahrscheinlich, ne, William Birkin und Al für Albert Wesker. They really are opposites. And they're always competitive in everything they do. There is something ruthless and cruel about them both. October 7th. Got a sudden call from the director. It was to tell me to encourage a rivalry between those two. It's the first time since this training facility was built that Director Marcus has ever shown interest in anything other than his research. Well, whatever. Orders are orders. I'm gonna have them tearing at each other's throats. Okay, nice. Also ich glaube, wir müssen dieses eine Teil irgendwie einfach nur dahin schieben. Dieses Tischchen. Ich sollte vielleicht nochmal die Patronen aufsammeln. Irgendwie witzige Pizzicato-Strings hier. There seems to be something here. Oh, die Uhr. Aber wir haben irgendwie noch gar keine Uhrzeit, auf die wir das stellen sollen. Können. Was auch immer. Aber wir haben jetzt was. Ist hier noch eine weitere Tür? Nee, das war wohl schon alles. Okay. This globe is extremely well crafted, but it's so old that it feels like it's going to fall apart when you spin it. Ganz gut gemacht, dass das Ding, das man verschieben kann, diesmal mehr wie der Hintergrund aussieht. In den meisten Resident Evil Teilen sieht man ja immer sofort, was man verschieben kann, weil das ganz anders aussieht als der Rest. Was war das? Wieder. Gehen wir lieber schnell. Jetzt kommt aber nicht schon wieder irgendein neues Viech, oder? Eigentlich können wir jetzt wahrscheinlich hier weitergehen, oder? Dann könnte ich schon mal hier reingehen und Rebecca zu uns holen. In diese Uhrzeit, da wüsste ich jetzt noch nicht, was wir damit anstellen sollen. Aber hier könnten wir schon mal die Laterne benutzen. Und Rebecca würde ich halt gerne zu uns holen, damit ich mich heilen kann. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was sie mir mitbringen könnte? Ich meine, wir könnten mal davon was mischen. Ich hatte doch vorhin so eine Flasche aufgesammelt. Wo habe ich ihn abgelegt? Hier oben? Ja. Okay. Vielleicht bräuchten wir auch mal dieses Projector-Ding irgendwann. Aber ich kann jetzt auch schlecht auf Gerate wohl irgendwas mitnehmen. Ist das die Flasche? Nee, das ist der Grenade Launcher. Den sieht man überhaupt nicht da. Kann ich den irgendwo anders hinlegen? Ein bisschen besser sieht. So. Das ist jetzt die doofe Flasche.